Willkommen, liebe Clasher, bei mir, dem Thorsten Akatoto, beim Clan True Warriors. Wie bereits angedroht, der kleine zweite Teil hier von unserem Clankrieg, der ja im Unentschieden geendet ist. Also ist ja auch eher unüblich für uns, dass wir mal ein Unentschieden spielen. Entweder verlieren wir ja oder wir verlieren ganz deutlich. Aber in ein Unentschieden haben wir uns hier in letzter Zeit nicht retten können und haben aber diesmal ein Unentschieden gespielt. Und ich hatte euch ja schon vor einem Tag ein paar Angriffe hier aus diesem Clankrieg hier gezeigt. Also das, was ich so mitbekommen habe. Ich glaube, das war die Folge, wo ich nochmal den Stream für heute Abend angekündigt habe. Und deswegen reiche ich euch diese Kämpfe natürlich nochmal nach, damit das Ganze jetzt nicht nach zwei Tagen hier aus dem Ranking ist. Denn ich muss ja auch immer relativ zeitnah aufnehmen. Manchmal kommen ja Updates. Ich hatte auch schon Sorge, dass das Event-Update hier die ganzen Wiederholungen wieder löscht. Das ist ja manchmal so. Und dann stehst du natürlich als Streamer oder als Aufnehmer da und hast nichts mehr und hast es verpasst. Deswegen reicht das nochmal nach, sonst ist das nämlich irgendwann raus. Und wir sehen hier aber den AK ja auf diese Base hier. Schöne Hexen-Bowler-Kombination, also als Rathaus 9. Hast du natürlich ein paar Bowler in der Clanburg, aber die Hexen, die geben dieser Base richtig den Rest, muss man mal so sagen. Also ich meine, da ist in der Mitte jetzt mit der Queen zusammen eine Tesla-Farm und ich glaube, die Hexen in der Mitte haben ja eben mal die gesamte Clanburg gemacht und haben sich dann um den Rest dieser Mitte hier gekümmert. Also wirklich stark, auch im RH9-Bereich sind die Hexen, werden wieder gerne genommen. Also sie sind wirklich stark, finde ich. Je nachdem, wie sie natürlich auch eingesetzt werden. Und in Kombination allerdings mit den Bowlern und dann auch mit den Helden. Es gibt ja mehrere Kombinationen. Mit Heiler, ohne Heiler. Und ist immer schwer zu sagen. Also ich nehme auch immer bei dieser Kombi mit meinen RH9ern gerne dann Heiler, wenn die Luftabwehren halt ziemlich tief in der Base stehen. Also erstmal nicht erreichbar sind, die Heiler. Und wenn das aber so ist wie hier, dann kannst du die einfach mit reinschicken, beziehungsweise hinter den Golems schön die Hexen setzen und dann, ja, da hast du eigentlich Golems, die in der Base tanken und du hast vor allen Dingen nochmal die Hexenskelette, die ja auch in der Base hier tanken. So, ich hatte mir das Ganze heute mal aufgeschrieben, in welcher Reihenfolge ich eigentlich mal was zeige. Dann gucken wir uns hier erstmal den Flash-Loop an. Flash hier mit als RH10 auf die RH9 Base. Hier ist ja gerade in diesen kleinen Clankriegen, da ist es ja nicht gerade unüblich, dass ein 10er hier auch 9er machen muss, wenn unsere 9er oder wenn überhaupt RH9 nicht ganz in der Lage ist, die starken Bases hier in den 9er Bereich zu schaffen. Und er entscheidet sich hier für einen Queenborg erstmal. Den habe ich noch gar nicht gesehen, den Angriff. Deswegen muss ich den mal eben live mit kommentieren. Also er kommt irgendwie hier in die Base rein, jetzt mit dem King in der Mitte. Clanburg ist er an der Stelle auch noch nicht gelockt und die muss er natürlich in jedem Fall irgendwo schaffen, damit seine Tunnelgräber, die er hier am Ende hat, auch den gewünschten Erfolg haben, nämlich sich hier durch diese Base zu buddeln. Hat jetzt nochmal schön die Clanburg gegiftet hier mit der Queen. King ist ihm natürlich jetzt leider gestorben an der Stelle. Und dann gucken wir mal, von welcher Seite er jetzt die Miner gleich setzt. Denn die müssen wir uns ja wieder ein bisschen, da müssen wir wieder ein bisschen reinzoomen, sonst sehen wir die nicht, weil sie ja oft unter Tage sind. Aber hier entgegengesetzt, also komplett gegen die Queen, kann man natürlich machen. Er fröstet jetzt einfach die Queen, das ist auch nicht schlecht. Ja, dann steht die da und kriegt richtig Beschuss hier von den Minern und ihr seht das jetzt hier unten schon, Tesla Farm hier aufgeploppt. Na, mal gucken, wie das hier weitergeht. Aber er hat jetzt noch einen Wutzauber vor allen Dingen. Das heißt, hier jetzt bei den dicken Lagern, da schickt er die nochmal in Wut, die Miner. Das kann man natürlich auch machen, ist nicht schlecht. Dann sind gerade die dicken Lager hier, wo die ja doch ein bisschen länger für brauchen, ganz, ganz schnell
hier runtergeklopft und jetzt gehen erstmal die Miner so ein bisschen nach außen, was gar nicht mal so schlimm ist. So ein paar sind noch in der Mitte. Und aber jetzt hat er gar keinen Flächenschaden mehr in der Base. Das ist natürlich optimal, denn des Miners größter Feind ist der Flächenschaden, ist der Magierturm an der Stelle. Gar keine Frage. Und ja, natürlich auch Multi-Infernos, Riesenbomben und irgendwo Skelette, die die Miner auch immer gerne ablenken. Und oder auch eine Clanburg-Hexe, die immer wieder Skelette produziert. Ja, das sind so die Feinde der Miner, hätte ich mal fast gesagt. Aber er hat das hier gut gemacht, denke ich mal. Und schöne Miner-Kombi. Ich weiß, dass der Flashloop die Miner sehr, sehr gerne nimmt. Auch für RH10. Okay, dann machen wir mal weiter. Es geht weiter bei der Nummer 7. Gemacht hier von Juli. Ich sage immer nur kurz Juli, aber er ist ja Julix3. Und auf eine, was ist eigentlich, ist ein 9,5er. Also auch hier mit meinen 10 auf 9,5. Das habe ich auch. Den Angriff habe ich auch noch nicht gesehen. Ich bin jetzt mal gespannt, was hier in der Mitte bei den Mauern alles so rumschwebt. Aber ich denke mal, dort wird wahrscheinlich eine Tesla-Farm sein. Mit noch so ein paar Riesenbomben versteckt. Müssen wir mal gucken. Also auch den habe ich noch nicht gesehen. Den sehe ich jetzt das erste Mal. Mal sehen, wie er diese komische Base hier gemacht hat. Ja, sie ist ein bisschen merkwürdig. Aber sicherlich hat sich der Gegner was dabei gedacht. Denn der Clan war oder ist ja auch nicht gerade klein. Also Level 12 Clan. Und die waren auch wirklich sehr, sehr gut. Haben also gute Angriffe abgeliefert hier und es wurde hier am Ende vor allen Dingen nochmal richtig spannend, aber komme ich gleich mal zu. Oh, hier ist da gar nichts in der Mitte. Oder ploppt das jetzt gleich erst bei 50% wohl auf, weil bei 50 bzw. 51% tauchen ja alle Hindernisse aus, die hidden sind. Also jetzt haben wir es gerade gesehen, nämlich die Tesla, die sind ja versteckt und alles, was dann versteckt ist, taucht bei 51% dann auf. Und der Tesla da in der Mitte, der ist natürlich jetzt ein bisschen blöd zu erreichen und kann hier natürlich jetzt immer schön von außen so ein bisschen Feuer machen. Jetzt hat er hier noch den King zu machen. Donnerwetter, da hat er sie aber richtig durchgeprügelt. Meine Herren, die Miner sind stark. Ist eine gute Truppe und im Moment finde ich sowieso die gesamte Truppenkombi oder überhaupt die Truppen in Clash of Clans recht ausgeglichen. Also das Gefüge passt, ihr habt das ja gesehen, dass ich hin und wieder mal einen Packer mit in die Clanburg nehme. Das habe ich übrigens auch bei meinem RH9 gemacht, beim Gohok. Werdet ihr aber alles noch sehen. Und hier werden die Miner genommen. Eben haben wir schon die Hexen gesehen. Also es werden eigentlich so alle... Es gibt jetzt im Moment keine Truppe, die so ein bisschen so ins Hinterstübchen geraten ist. So nach dem Motto, die ist so schlecht, die nutze ich gar nicht mehr. Da gab es ja lange Zeit genau diese Truppen. Hexen waren nicht gut. Der Packer war viel zu langsam. Drache macht zu wenig Schaden und zu langsam. Ja, und Supercell, finde ich, hat das diese Mischung, glaube ich, jetzt, also ist mein Gefühl, relativ gut im Griff. Und die Balance hier von den Truppenstärken passt. Es gibt hier im Moment nichts, was OP ist. Und deswegen bin ich eigentlich auch zufrieden mit dem Spiel im Moment. Ja, mich nervt natürlich das Nachtdorf ab, aber ich freue mich natürlich heute Abend auf den Stream und ihr habt im Thumbnail gesehen, ich habe da mal reingeschnitten, einfach mal mein Setup, also meine Wirkungsstätte, von wo aus ich eigentlich streame und natürlich auch meine Aufnahmen mache. Und wenn ihr euch das Bild einfach mal anschaut, dann seht ihr auch mein kleines Hindernis, nämlich ich bin unter einer Schräge und deswegen ist das mit dem Greenscreen hier immer so eine relativ wackelige Sache. Also ich habe hier hinter mir 30 Quadratmeter Stoff oder so hängen, weil ich das über eine Ecke machen muss. Und aber ihr seht hier, dass ich mit vielen oder mit mehreren Monitoren arbeite. Ich fange einfach mal links an, da ist mein Aufnahmeprogramm drauf. Beziehungsweise da sehe ich eigentlich immer meine Aufnahme. Davor habe ich zwei Tablets liegen, zwei 10 Zoll Tablets. Da habe ich in der Regel den Avatar drauf und den Alex drauf. Kann natürlich auch die anderen Accounts da reinladen. Im vorderen Bildschirm seht ihr das tatsächliche Spiel im Emulator gleich zweimal. Nämlich einmal, ich glaube, es ist meine Base und es ist die Base von Donnerbengel. Und links und ganz rechts habe ich, wo jetzt noch das Clash of Clans Bild
eigentlich ist auf den erhöhten Monitor. Da habe ich eigentlich dann so Sachen wie meine Musik etc. und so ein bisschen so mein Setup hier dann während des Streams vor allen Dingen im Blick. Also ich habe immer so ein bisschen im Blick die CPU-Zeit, wie viele Prozesse habe ich auf, reicht mein Arbeitsspeicher, muss ich vielleicht mal ein Fenster schließen. Denn auf meinem Hauptmonitor vorne habe ich natürlich nicht nur das Spiel, sondern auch das ein oder andere Fenster im Browser auf, wo ich letztendlich ja die Chats auch vor mir habe. Ihr seht auch meine Kamera. Die Kamera wird aber heute nochmal anders positioniert. Ich bekomme nämlich noch so einen Kameraarm heute. Da bin ich mal gespannt, ob das überhaupt noch funktioniert und ob ich das noch so schnell vor allen Dingen hinbekomme. Und im unteren Teil seht ihr dann ja meinen Weihnachtsmann an dem Mikrofonarm mit dem Popschutz davor, und irgendwo ist dann sogar noch Platz für eine Maus, für eine Mausplatte. Und dann habe ich letztendlich, wo das Clash of Clans Bild drauf ist mit der Webseite, habe ich noch ein Notebook stehen, auch ein ziemlich leistungsstarkes Notebook, ist allerdings mein Arbeitsnotebook. Und denn ich arbeite ja häufiger auch mal von zu Hause, und dort steuere ich aber während des Streams solche Geschichten wie den Tipi-Stream oder Streamlabs, also alles, was nochmal webseitenbasiert ist, das steuere ich von da. Und ich schaue ja auch immer selber, läuft der Stream, ist die Musik zu laut, zu leise, komme ich gut rüber und so weiter. Das beobachte ich natürlich dann auch nochmal da. Also das ist schon ein nettes Setup. In der Mitte sieht man auch noch, habe ich auch noch auf dem Ständer immer ab und zu mal mein Handy, und ist also schon relativ heavy hier. Ich muss hier unbedingt das Ganze, glaube ich, auch mal ein bisschen größer umbauen, denn es engt mich ja doch sehr ein. Da kommt ja noch eine Kaffeetasse dazu, da kommt noch meine Flasche Limo dazu und. Und das ist das schon eine sehr eingeengte Geschichte hier. So, wir haben jetzt aber schön angefangen, gerade vom YSH auf die Nummer 2 gesehen. Und dann waren das am Ende noch 3 Angriffe, die wir eigentlich offen hatten. Der Gegner hatte auch noch ein paar Angriffe auf. Und angefangen hat hier der Patrick auf die Nummer 11. Wir haben erst gedacht, oh, die 11, die kriegt keinen 9er Down, denn es ist ein RH10er und die Base ist auch ein bisschen größer. Also ich habe hier auch mit Alex, glaube ich, 98% oder so geholt, weil sie ist ein bisschen größer und hat vor allen Dingen auch mehr Fallen als ein 9er. Also so ein 9,5er hier, der kann einfach die Fallen ruhig bauen. Das bringt ihn im Ranking nicht hoch. Das heißt, er hat eine, ich glaube, es ist ja eine Doppelbombe mehr, eine Falle mehr. Deswegen sind diese Bases nicht einfach mal ebenso von so einem 9er gemacht. Und der Patrick hat dann aber hier angegriffen. Also drittletzter Angriff war der Patrick. Und ja, ich hatte letztendlich noch meinen Angriff, und auch der YH hatte noch seinen zweiten Angriff. Und wir haben wirklich ganz, ganz lange gewartet, bis knapp vor dem Schluss, ich glaube 5 Minuten vor Schluss, haben dann der YSH und meine Wenigkeit die Bases hier angegriffen. Denn dort war das Ergebnis ja schon relativ knapp, und der Gegner konnte auch noch mal Sterne bei uns holen. Das kam noch dazu, denn der hatte noch hohe Angriffe offen, aber er macht das hier richtig gut. Also hier unten, wo jetzt die Hockrider sind, das war immer die kritische Stelle bei den Angreifern vorher, denn hier waren Riesenbombe, noch eine Riesenbombe und dann noch die ein oder andere Sprungfalle. Jetzt nochmal vor der Kanone eine Riesenbombe. Also das war eine ganz kritische Stelle hier unten. Und da noch eine Riesenbombe. Also da sind die meisten dran gescheitert. Denn hier sind, glaube ich, auf diese Base haben wir 3 Go-Hawks, meine ich, gemacht. Und mit dem Packerwalk hier hat das dann letztendlich funktioniert beim Patrick. Richtig gut gemacht hier. Also schöner 3 Stern von RH9 auf RH9,5. Cool gemacht hier. Waren wir auch richtig froh. Und dass hier jetzt nicht ein 10er dran musste, sondern die Base hat noch einen 9er geschafft. So, der YSH hat dann die Nummer 3 gemacht, und wir gucken mal. Ja, und hat nicht mehr Prozente geholt als der Easy Aiming. Also hat hier den Stern nicht mehr rausgeholt, und ich habe letztendlich, ich wollte eigentlich erst die 5 machen, um den Stern zu holen, aber der 6er hier war dann an der Stelle vermeintlich leichter, denn er hat keine Infernos gehabt, aber ich meine, die Base ist trotzdem maxed out, aber keine Infernos. Und wir haben letztendlich am Ende entschieden, Toto, mach lieber diesen hier, denn hier sind es leichter 3 Sterne zu holen als bei den 5er 2 Sterne. Ja, und gesagt, getan, ich habe ja erstmal dann ganz piano mit den Bowlern angefangen, mein Funnel aufzubauen. Das heißt also, dass mir die Masse
meiner Truppen, ihr seht das ja, Heiler mit Bola letztendlich, dann hier schön straff durch die Mitte geht und mir nichts nach außen entgleitet. Das ist mir, glaube ich, auch ganz gut gelungen. Gar nicht mal schlecht, so ein, zwei Bola, oder ich habe ja jetzt mal 4 Bola dafür benutzt, dann einfach mal so den Funnel zu machen. Die können ja ein bisschen was vertragen. Und hier jetzt der Sprung geht bis zur Mitte. Und ich habe mich dafür entschieden, einen Freeze-Zauber hier mitzunehmen, also einen Frost-Zauber. Viele nehmen ja gerne als 5. Zauber, wenn es dann um 9 halber geht, auch gerne mal einen Heilzauber mit. Habe ich auch erst überlegt. Ich hatte erst gedacht, wie machst du das? 2 Sprung, ein Heil und Restwut, oder ist immer so ein Zwiespalt. Denn genau hier an dieser Stelle, da kriegen die jetzt natürlich von außen noch Beschuss. Aber ich habe noch eine ganze Masse Bowler dann auch gehabt, die sich hier durchfressen. Und Queen ist jetzt noch in Heilung. Hier links unten geht noch so ein bisschen behende ein Bowler mit rum. Ich habe dann schon mal ein bisschen Cleanup gesetzt hier. Aus der Luft nehme ich den Lucky hier unten. Und jetzt muss es letztendlich die Queen hier reißen mit dem einen Heiler. Also ist nicht gerade viel. Aber ich habe sie jetzt schon mal gezündet, um mehr Truppen in der Base zu haben. Und weil ich wusste, die macht ja jetzt in jedem Fall eine Mauer. Ja, macht erstmal eine Mauer hier, denn irgendwann ist er vorbei mit dem Springen. Und habe oben jetzt noch 4 Dev-Gebäude vor mir. Ja, und habe jetzt letztendlich meinen Freeze-Zauber noch und kann hier hinten jetzt komplett 3 Gebäude hier erstmal rausnehmen, also 3 Defenses rausnehmen. Und der läuft ja relativ lange. Und hab dann noch letztendlich die komplette Def hier geschafft. Und ich spule das einfach mal vor, weil so eine durchklopfende Queen hier, ja, ist ja auch nichts. Ja, hier unten hat sich der Bowler schön ein Gebäude nach dem nächsten vorgenommen. Und eigentlich war ich hier natürlich super zufrieden. 3 Sterne, das war der entscheidende Stern hier auch, der letztendlich rauskommen musste. Der jetzt beim YSH hat er natürlich gefehlt, der Stern. Leider. Und deswegen ist es hier ein Unentschieden geworden. Und jetzt, ja, jetzt könnt ihr euch das wieder auf der Zunge zergehen lassen. 0,14%. Sage ich nichts mehr zu. Ich habe dann auch ausgemacht. Hocke ist, glaube ich, auch entnervt weggegangen. YSH ist gekickt worden. Ist aber jetzt schon wieder im zweiten Clan, weil wir im ersten Clan jetzt erstmal keinen Platz hatten. Also er ist wieder dabei. Alles gut. Und ich hoffe, der Recap hier von dem kleinen CK hat euch trotzdem gefallen. Der fehlte einfach noch. Und ich sage, bis heute Abend. Euer Toto. Best.